Der Bausektor ist eine der ressourcenintensivsten Branchen. Es sind Maßnahmen erforderlich, um die gebaute Umwelt und die Bautätigkeiten nachhaltiger zu gestalten. Die Bauindustrie ist einer der größten Verwerter von erneuerbaren und nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen. Es wird erwartet, dass der globale Markt für Baumaterialien von 1.121.100 Millionen USD im Jahr 2022 bis 2028 auf 1.493.810 Millionen USD ansteigen wird. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,9% von 2022 bis 2028. Die Bauindustrie produziert eine enorme Menge an Abfällen. Ein großes Volumen entsteht durch die Produktion, den Transport und die Verwendung von Materialien. In der Europäischen Union verursacht die Bauindustrie etwa 40-50% der Abfälle pro Jahr. Abgesehen von der Abfallerzeugung steigt der weltweite Energieverbrauch in der Bauindustrie rapide an, insbesondere der Verbrauch endlicher fossiler Brennstoffe. Die Herstellung von Baumaterialien verbraucht Energie. In der Bauphase wird Energie verbraucht. Und der Betrieb eines fertigen Gebäudes verbraucht Energie für Heizung, Beleuchtung, Strom und Lüftung. Der Gebäudebestand in den europäischen Ländern ist für über 40% des Endenergieverbrauchs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verantwortlich. Auf den Wohnbereich entfallen 63% des Gesamtenergieverbrauchs im Gebäudesektor. Ziel des Kreiselaufbaus ist es, eine nachhaltige, grüne, zirkuläre und wirtschaftliche Bauindustrie zu schaffen, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert. Es ist wichtig, die Materialflüsse im Bauwesen zu optimieren. Was ein effizientes Ressourcenmanagement einschließt, wie zum Beispiel Rückgewinnung, Abfallrecycling, die Verwendung von recycelten Materialien und die Wiederverwendung bestehender Die Dekarbonisierungsziele sehen vor, dass der Sektor den Kohlenstofffußabdruck von Baumaterialien berücksichtigen und seine Emissionswerte reduzieren sollte. Der Gebäude- und Bausektor ist für fast 40% der weltweiten energiebezogenen Kohlendioxidemissionen beim Bau und Betrieb von Gebäuden verantwortlich, einschließlich der Auswirkungen der vorgelagerten Stromerzeugung. Verschiedene Faktoren bestimmen den CO2-Fußabdruck eines Gebäudes, aber die meisten Menschen sind sich nur des Energieverbrauchs bewusst, den sie durch die Umstellung auf erneuerbare Alternativen reduzieren. Stahl, Beton und Aluminium sind hier die schlimmsten Übeltäter, da ihre Emissionen fast so hoch sind wie die globalen Treibhausgasemissionen aus dem Gebäudebetrieb. Der erste Schritt zu einem kohlenstofffreien Leben besteht darin, auf Energieeffizienz zu bestehen. Die Bewohner verbrauchen mit ihren Haushalts- und Bürogeräten eine Menge Energie. Dieser Anteil wird nur minimal sein, wenn auf erneuerbare Energie umgestellt wird. Es gibt einige Strategien, die Bauunternehmer anwenden können, um Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Renovierung oder Umnutzung bestehender Gebäude. Weniger bauen und dabei sicherstellen, dass das Ziel die Erfüllung der Bedürfnisse der Gemeinschaft ist. Wiederverwendung von Materialien oder Umstellung auf kohlenstofffarme Optionen. Effizientes Bauen, um den Materialeinsatz zu maximieren. Sicherstellen, dass das Projekt durch das Recycling von Materialien wenig Abfall erzeugt. Die graue Energie ist eine Berechnung der gesamten Energie, die zur Herstellung eines Materials oder Produkts verwendet wird, einschließlich Abbau, Herstellung und Transport. Um ein wirklich energiesparendes Haus zu schaffen, ist es wichtig, bei der Auswahl von Materialien und Bausystemen die graue Energie zu berücksichtigen.
Verschiedene Arten von Materialien und Bausystemen haben einen sehr unterschiedlichen Anteil an gebundener Energie. Es geht nicht nur um die Auswahl von Materialien mit niedrigem Energieeinhalt. Ein Haus, das mit Materialien mit niedrigem Energieeinhalt gebaut wurde, kann mehr Betriebsenergie für den Betrieb des Hauses, wie Heizung und Kühlung, erfordern. Die gesamte verkörperte Energie eines Gebäudes ist die Gesamtenergie, die für die Herstellung aller beim Bau verwendeten Materialien, für die Herstellung aller bei Reparaturen oder Renovierungen verwendeten Materialien während der Lebensdauer des Gebäudes, für den Transport der Materialien zur Baustelle und für die während des Baus, der Reparaturen oder Renovierungen vor Ort verbrauchte Energie benötigt wird. Die Berechnung der grauen Energie wird häufig im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse durchgeführt. Reduzierung von Materialien mit hohem Energiegehalt, es sei denn, sie spielen eine Rolle bei der Reduzierung der Betriebsenergie. Dies kann die Beschaffung lokaler Materialien einschließen, um die Energie für den Transport zu reduzieren und vorhandene Materialien wiederzuverwenden. Auswahl neuer Materialien, die einen hohen Anteil an recyceltem Material aufweisen, um eine lange Lebensdauer des Gebäudes zu gewährleisten und eine einfache Demontage zur Wiederverwendung und zum Recycling zu ermöglichen. Die verkörperte Energie ist ein wichtiges Umweltthema, das die gesamte Bandbreite der mit dem Bau von Gebäuden verbundenen Umweltauswirkungen umfasst. Bei der Auswahl eines Baumaterials sollten die Nutzung und das Ende des Lebenszyklus berücksichtigt werden. Zu den Umweltauswirkungen gehören Aspekte wie Wasserverbrauch, Landnutzung, Rohstoffabbau, Freisetzung von Schadstoffen und Treibhausgasemissionen sowie biologische Vielfalt.